Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal was anderes für euch, und zwar 15 kurze Horrorgeschichten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die erste Geschichte ist: Als ich aufwachte, hörte ich ein Klopfen auf das Glas. Zuerst dachte ich, es würde vom Fenster kommen, bis ich es erneut vom Spiegel hörte. Oh Mann, irgendwie ist es unheimlich, als ob da irgendwie eine Person oder so im Spiegel wäre. Die zweite Horrorgeschichte. Das letzte, was ich sah, war, wie die Anzeige meines Weckers auf 12.07 Uhr umschaltete, als sie ihre langen, verrotteten Fingernägel in meine Brust grub, während sie mit der anderen Hand meine Schreie erstickte. Schlagartig setzte ich mich auf, erleichtert, dass es nur ein Traum war. Aber dann sah ich, dass mein Wecker 12.06 Uhr anzeigte und hörte, wie sich meine Schranktür quietschen. Weil ich mit Hunden und Katzen aufgewachsen bin ich es gewohnt, dass nachts an meiner Tür gekratzt und geschart wird. Jetzt, da ich alleine lebe, ist es ein störender. Irgendwie unheimlich. Man wacht so auf und immer wieder kratzt das an der Tür. Und du weißt aber, dass du keine Haustiere oder sowas hast. Ich könnte schwören, dass ich in all der Zeit, in der ich alleine in diesem Haus lebe, mehr Türen geschlossen als geöffnet habe. Dann die fünfte. Die ist auch ein bisschen unheimlich. Ein Mädchen hörte einmal ihre Mutter aus dem nächsttieferen Stockwerk rufen und stand auf, um nach unten zu gehen. Doch als sie an der Treppe ankam, zog ihre Mutter sie in ihr Zimmer und sagte: Ich habe das auch gehört. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Ja. Hört so jemanden, eure Mutter oder euren Bruder rufen, und wenn ihr heruntergehen wollt oder was ich nicht, ich weiß ja nicht, irgendwie da hingehen wollt, auch mal euer Bruder oder eure Mutter, keine Ahnung, festhält und sagt, dass sie es auch gehört hat. Unheimlich. Sechstens, sie fragte mich, warum ich so schwer atmete. Ich tat es nicht. Siebtens, das ist auch ein bisschen scary. Vor allem, wenn man eine Katze hat und die dauernd einen nur so komisch anstarrt oder so, ich weiß nicht. Also, ich dachte immer, dass meine Katze mich unentwegt anstarren würde, da sie ständig auf mein Gesicht fixiert zu sein schien. Bis mir eines Tages klar wurde, dass sie etwas anstarrte, was sich direkt hinter mir befand. Es gibt nichts Schöneres als das Lachen eines Babys. Ausgenommen, es ist 1 Uhr nachts und du bist allein zu Hause. Als ich ihn ins Bett brachte, bat er mich: Papa, bitte sieh nach, ob Monster unterm Bett sind. Um ihn zu beruhigen, sah ich unters Bett und sah ihn, mein Sohn, ein zweites Mal, der mich verängstigt anstarrte und flüsterte: Papa, da ist jemand auf meinem Bett. Oh mein Gott, das ist unheimlich, besonders für den Vater. Wenn auf dem Bett der Sohn sitzt und sagt, dass unter was unter Bett ist, und er unters Bett schaut und da sein Sohn sitzt und sagt, dass auf dem Bett etwas ist. Und unter Bett ist der Sohn, also wirklich der Sohn. Und auf dem Bett ist irgendjemand, oh. Stell dir vor, du kommst nach einem langen, langen, harten Arbeitstag nach Hause und freust dich auf eine erholsame Nacht allein. Du tastest nach dem Lichtschalter, doch eine andere Hand ist bereits dort. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen unheimlich. Ich kann mich weder bewegen noch atmen oder etwas sehen und hören. Es ist stockdunkel. Wenn ich gewusst hätte, dass das so einsam ist, dann hätte ich mich lieber verbrennen lassen. Hab keine Angst vor Monstern, halte aber lieber nach ihnen Ausschau. Sieh nach links, nach rechts, unter dein Bett, in deinen Schrank, aber sieh nie nach oben. Sie hasst es, gesehen zu werden. Also nie nach oben schauen. Boah. Sie ging hinauf, um nach ihrem schlafenden Baby zu sehen. Das Bett war leer und das Fenster war offen. Meine Tochter hört nicht auf, die ganze Nacht hindurch zu schreien. Ich war schon an ihrem Grab und habe sie gebeten, aufzuhören, aber es hilft nicht. Was? Oh mein Gott! Die letzte? Ich habe auf meinem Handy ein Foto gefunden, das mich beim Schlafen zeigt. Ich lebe allein. Boah, das ist echt richtig scary. Oh mein Gott. So, meine Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal so ein Video mache mit so gruseligen kurzen Horrorgeschichten, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben.
Und auch so, wenn euch das Video auch so gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich verlinke euch in der Infobox noch zwei alte Videos von mir. Und zwar einmal 7 Lernhacks. Da sind wirklich ziemlich gute Hacks dabei, die ihr ruhig mal ausprobieren könnt. Oder wenn ihr sie schon ausprobiert habt, schreibt mir das doch gerne mal unter dieses Video in die Kommentare. Und das andere Video, die witzigsten Ausreden, die ich jemals gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe. Und die sind auch richtig dumm. Also witzig dumm. Schaut sie euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr Bock drauf habt. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Und ja, noch einen schönen Sonntag euch. Tschüssi!